wird ja jemand gefragt, warum das unser Bub Hans heisst. Ja. Dann sage ich, weil er nicht Leandro heisst. Und nicht Loris. Und nicht Leon. Ist jetzt der Hure Leon schon bis auf das Ricken hingekommen? Ja, zweifellos. Es ist ja, weißt du, gegen Namen selber würde ich nichts sagen. Das ist, gegen Namen selber kannst du jetzt gar nichts sagen. Gut, jetzt. Ja, unsere einen besinnt sich halt noch an Leon Huber vor der Tagesshow. Nicht? Das ist. Scheidungskampf ums Pudeli. Das wollen wir nicht mehr lesen, gell? Nein, aber gegen Namen selber kannst du eigentlich nichts einwenden. Es ist einfach die Häufigkeit. Es ist einfach die Häufigkeit. Bei dem Leon, ich habe nachgeschaut, im Kanton Zürich, gell, haben sie letztes Jahr 387 Buben auf den Namen Leon getauft. Dann kommen die in die Schule, gell? Die Lehrer, wie viel gibt 2 und 5? Leon 3? Nein, falsch, Leon 7? Falsch, Leon 13? Dann musst du dich sicher durchnummerieren, oder? Nein, jetzt gibt es so viele schöne Namen. Ja, Hans. Oder Benz, du, ich bin auch mal vorgekommen. Nein, mit Benz, das ist... Ich bin vorgekommen. Ja gut, früher konnte man es noch nicht so nachschauen, gell? Das ist halt die Bedeutung. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt gibt es ja im Internet das www.berndeutsch.ch. Und dann kannst du eingeben, Benz. Dann kommt Schaf, fettes Tier. Nein, aber... Fertig, der Bub heisst jetzt Hans. Gell? Jetzt, sei, haben wir es am Anfang nicht glauben wollen, komme ich vom Spital hey, Mutter Seel allein... billigen Fussel auftan, weil ich habe vermutet, ich sei der Vater. Und, gell, ein paar enge Freunde und Verwandten, ein SMS geschickt, der Hans sei auf die Welt gekommen, schreiben 6 von 8 zurück. Gratuliere, aber wie heisst der wirklich? Ich meinte, ich mache jetzt kalb, oder? Und dann, ja, der hat gefunden, weil auch wahnsinnig originell sein. Die Frau und ich wollten auch so ein bisschen auf dieser, weißt du, Retrowelle. Das hat vorher in der Stadt, weißt du, bei den ganz urbanen Leuten hat es angefangen. Weißt du, die mit den Freitagtaschen. Die haben angefangen, wieder die alten Namen. Weißt du, der Willi Hanstauft und der Fritz und der Max und der Moritz. Der meint, wir wollen auch noch einen draufsetzen, gell? Hans. Moritz hat ja jetzt meine Frau noch geliebäugelt. Der hat sie geliebäugelt, aber der hat ja diesen noch amtiert. Ja, bei dem musste ich Angst haben, der amtiere ich noch mal 27 Jahre, gell? Habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht, dass mein Sohn Moritz heisst. Nein, fertig, der ist jetzt Hans und das ist ganz einfach. Also eigentlich ist es fünffach, gell? Er hat Urgroßvater, ein Grossvater, ein Grossonkel und noch ein Grossvater und ein Onkel, der Hans heissen. Familientradition. Und dann haben wir einfach gefunden, zum emmentalischen Geschlechtsnamen passt Hans jetzt einfach besser als, sagen wir mal, Kevin. Ja, ich finde einfach, es sollte ein bisschen passen, weißt du, mich fasziniert auch die Kombination, so ein bisschen Kevin Hugendobler. Nein, sorry. Oder hat es betroffen im Saal? Müssen wir darüber reden? Es ist, Nein, es sind mir ja schon Familien davon gelaufen. Da musst du aufpassen mit diesen Kevins. Du, die dürfen schon selber Auto fahren jetzt, gell? Wollen wir darüber reden? Es ist, weißt du, ich finde jetzt Kevin, abgesehen davon, mit I finde ich gar nicht so schlimm. Mittlerweile finde ich das okay, weil jetzt hat ja die Soul-Mode angefangen mit dem Y, gell? Überall Y. Kevin schreiben sie jetzt mit Ü. Also mit Y, Kevin. Und der Finn schreiben sie jetzt Finn. Das geht nicht mehr lang, schreiben sie Leon mit einem Y, gell? Ja, ich finde einfach so ein bisschen passen, Kevin Hugendobler, ich weiß nicht, weil einer, der zum Geschlecht Batmakantan heisst. Der darf jetzt auch sein Kind auch nicht an ein Baby. Nein, es fasziniert mich, du Albe. Das ist ein Hobby von mir, die Kombination, wie die Leute etwa so taufen, wenn am Abend spät, wenn der Match langweilig ist, du nicht gerne ein bisschen googeln auf diesen Geburtsstationen, gell, wie sie wieder getauft haben. Das sagst du im Fall in die Hose. Cheyenne, Grübler, Shakira, Affentranger. Dann ging noch ein bisschen mein Favorit, die könnt ihr schauen, die gibt es auf Facebook. Das arme Kind. Marilyn, Marilyn, Blocher. Nein, das ist dann später, ist also gute Chance. Gegen die eigenen Eltern vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wenn sie die so getauft haben. Britney, Gäckeler. Nein, von letztem im Korb, du, eine Mutter. Ja, so Leute gehen in den Korb. Britney,
denken die Alben, das arme Kind. Nein, ich finde es so ein passend. Es ist einfach ein... Vorletzt fahre ich durch das Hotwil im Emmental. Hotto, mit meinem Mobility-Auto. Ja, ich musste mich konzentrieren, weil ich weiß nicht, habt ihr auch die Mobility da hinten? Das kennt ihr, gell? Die rote Auto, die am Bahnhof steht. Das ist eben so, wenn ihr das nächste Mal so an sich vor dran habt, mit dem weißen Kleber, Mobility, geht nicht sofort auf die Hupe im Fall. Nein, weil wir Mobility-Fahrer machen es im Fall nicht extra. Gell? Wir können einfach nicht besser Auto fahren. Nein, dann fahre ich durch das Hotto im Emmental, wo ich schon schauen musste, dass ich nicht von der Straße abkomme. Dann hat es an einem uralten, geschindelten Haus an. Gell? Ich bin schier neben raus. So ein Schildchen hatte, weißt du, so ein Bibili. Ist das jetzt so, da hier die Solmode mit denen, gell? Machen sie so Schildchen auf, der Leon sei auf die Welt gekommen. Mickey Mäusli, gell? Machen sie auch da hier. Ja, das ist gäbe die Nachbarin, hat vor 3,5 Wochen auch einen Leon bekommen, gell? Da kannst du das Schildchen verlernen. Dann fahre ich durch das Hotwil hier und habe es fast nicht geglaubt, am uralten, geschindelten Haus an, ist das Bibili gehangen und dort ist gestanden, Rihanna sei auf die Welt gekommen. Rihanna. Lanz. Lanz. Habe ich können für mich behalten können. Rihanna Lanz, habe ich müssen in die Zeitung tun. Es ist, weißt, als Hausmann bist du einfach auch ein bisschen Schweib. Das muss ich zugeben. Habe ich können für mich behalten, habe ich in die Zeitung getan. Da hat mir diese geschrieben, die Mutter. Gell? Geht sie einen Scheißdreck an, wie ich meine Tochter taufe? Habe ich zurückgeschrieben, den musst du aber auch nicht aus dem Haus anschreiben. Das ist doch wahr, oder? Nein, wir haben eine Nachbarin, die ist also im Quartier ist eine auch sehr fromm. Nein, normal schone ich die Nachbarinnen schon. Die wissen, die können mir alles anvertrauen. Du willst ja dann noch nicht mehr das Kaffee nehmen, gell? Und wir kaufen ja bekanntlich viel. Nein, normal wissen die schon, die können mir alles sagen, du hast nicht in die Zeitung, aber eben, handkehrum bist du einfach auch so ein Schweib, und das habe ich nicht können für mich behalten. Die fromm ist, und dann sind sie noch im Gospelchor, gell? Dann bekommen sie Zwillinge. Habe ich müssen veröffentlichen. Gut, sie grüßt jetzt nicht mehr. Bekommt sie Zwillinge, tauft sie die Praise und Blessing. Praise und Blessing. Nötzli. Und jetzt brauchen wir noch schnell einen Spezialapplaus, weil der eine von den Kameraleuten, die heute da sind. Ja. Der Arm sich muss sich, der kann bis jetzt schon zum zweiten Mal über sich hergehen. Und der Arm Gil heisst Moser. Applaus für Kevin Moser! Also, ich weiss nicht. Jetzt ist er auch hey, gell? Von jetzt an schaue ich nur noch in die Kamera. Ist gut. Das ist jetzt auch hey, gell? Ich kann es verstehen. Aber du musst mit deinen Eltern darüber reden. Sorry, also ich bin nicht schuld. Gut, Kevin. Nein, das ist ein. Es ist auch Ansichtssache. Andere finden ja, spinnst Hans. Hans geht auf, oder? Es ist eine Ansichtssache.